Lieben. Ja, ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich jetzt hier sitze und nicht der liebe Max. Aber der ist schon im vorgezogenen Weihnachtsurlaub. Der fährt vielleicht gerade Ski oder so. Der hält sich ja ganz gerne in der Natur auf. Und ich bin seine Vertretung. Ich bin Denise von The Better Plate. Ich habe auch einen eigenen YouTube-Kanal. Und Max Green wurde aber nominiert für eine Challenge. Und zwar geht es darum, es geht um einen guten Zweck. Die heißt, wer lacht, spendet. Und beim guten Zweck, da bin ich natürlich immer dabei. Wer sich das Video zu der Nominierung nochmal anschauen will, schaut einfach bei Let's Twist TV. Aber wir verlinken euch das auch nochmal hier oben. Wir brauchen für die heutige Aufgabe aber drei Personen, das heißt, ich habe mir noch Verstärkung geholt. Und zwar von Enrico und Max. Da ist er doch. Ja, nicht im Weihnachtsurlaub. Ja, herzlich willkommen hier in meinem Kanal mit ein paar Gästen. Einmal Enrico und einmal Denise. Du bist übrigens angestellt. Sehr gerne. Ja, wir machen natürlich sehr gerne bei der Challenge mit. Da gibt es ein paar Regeln zu beachten. Denise wird uns heute ein paar Witze erzählen. Und Enrico und ich bilden jeweils ein Team. Team A und Team B. Und der zuerst lacht, bekommt einen Punkt. Am Ende werden die Punkte zusammengerechnet und der mit den meisten Punkten muss spenden. Heute wird gespendet für die Arche, das Kinder- und Jugendhilfswerk, für einen guten Zweck. Da wird das Geld auf jeden Fall dringend gebraucht und ja, ich würde sagen, wir legen jetzt los und ich bin schon gespannt, was die sonst zu sagen. Also, okay Männer, aufgepasst, der erste Witz. Also, ich war doch gestern gar nicht so betrunken. Alter, du hast den Duschkopf in den Arm genommen und gesagt, er soll aufhören zu weinen. Sagt der eine Zwilling zum anderen, du bist aber hässlich. Klein, wird gelutscht und haben viele. Ein Bonbon. Der war aber nicht gut. Jetzt lach doch mal. Enrico ist viel zu gut. An was denkst du denn? Genau. Wirklich an Totenhamster? Nee, ich mal unbedingt an Totenhamster. Ihr seid absolute Pros. Okay, jetzt mal was Fieses. Wie nennt man einen Mann, der all seine Intelligenz verloren hat? Witwe. So, hier kommt ein Witz mit Max. Max fragt Papi aus. Papi, warum werden wir älter? Keine Ahnung. Und wieso haben Giraffen so lange Hälse? Ich weiß nicht. Warum dreht sich die Erde? Kein Schimmer. Papi, stört es dich, dass ich dauernd etwas frage? Nein, frag mal, sonst lernst du ja nie was. Mann zum Arzt. Wenn ich hier drücke, tut es weh. Wenn ich hier weiter oben drücke, tut es auch weh. Wenn ich am Bein drücke, tut es auch weh. Ja, sagt der Arzt, sie haben sich auf ihren Zeigefinger gebrochen. Bei uns läuft es gut, allerdings nicht, was das Lachen angeht. Enrico hat nicht einmal gelacht, er war viel zu gut. Ja, es steht 2-0. Maxi musste zweimal lachen. Das geht auf jeden Fall als Spende an die Arche, vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Ist ja für einen guten Zweck und schön, dass ihr dabei wart. Ich würde auch sagen, damit der Rattenschwanz auch weitergeht, werden drei Kanäle nominiert. Wir nominieren. Ja, jetzt lacht ihr, ne? Geil. Okay. Wir nominieren Robert vom Kanal Business 1x1, die liebe Hüli von Hülitopia und die liebe Sophia von Raw Vegan. Bevor das Video zu Ende geht, möchte ich den beiden nochmal eine Möglichkeit geben, was zu ihrem Kanal zu sagen, dass ihr da auch mal vorbeischaut. Men's first. Ich würde sagen, wenig first. Okay, alles klar. Ich bin Denise von The Better Place und in meinem Kanal geht es um Nachhaltigkeit. Der Fokus ist auf nachhaltige Ernährung, aber auch andere nachhaltige Lifestyle-Produkte wie Mode, Kosmetik. Aber ich porträtiere Menschen alles rund ums gesunde, innovative und leckere Essen. Dich kennt man unter anderem bei Alter Ihr und Mir. Da geht es unter anderem Vlogs, Lifestyle, wo ich von meinem Leben filme, wo ich mich mit vielen Themen auseinandersetze, die mich selbst und auch die Welt mit bewegen. Und somit meine Perspektive und auch die Perspektive der Welt euch wiedergeben möchte auf meinem Kanal. Ganz tolle Menschen, schaut da einfach mal rein. Der ist auch nicht so schlecht. Ja. Ich gehe bald in Weihnachtsurlaub. Und ich mache die Vertretung. Und zu guter Letzt möchte ich an dieser Stelle, ihr hört es auch schon im Hintergrund, wir sitzen hier gerade in einem Café und zwar im Unicorn in Berlin auf der Brunnenstraße. Und ein ganz herzliches Dankeschön dafür, dass wir heute hier drehen durften. Das ist nicht nur ein veganes Café, sondern auch ein Coworking Space. Und das möchte ich nochmal erwähnt haben. Dankeschön. Dann wünschen wir euch von Herzen noch frohe Weihnachten. Ciao. Tschüss.